So, moin Freunde. Ich habe den Rübenroder wieder hinten dran. Und ihr wisst genau, was das heißt. Das heißt, wir stechen bei nächster Gelegenheit in See. Ist das nicht geil? So, jetzt haben wir beim letzten Rübenroden hier festgestellt, dass auf dieser Seite hier der Reifen mit dem Gewicht ja halt immer so einknallt, weil er natürlich ein Stück schmaler ist und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir einen breiteren Reifen und dass das viel cooler wäre, wenn hier ja auch ein breiter Reifen drauf wäre. Ich habe natürlich auch von vielen Leuten von euch auf Instagram ein Video geschickt bekommen, wo welche auf den Rübenroder so einen breiten Reifen drauf gebaut haben. So, jetzt habt ihr das Radkreuz hier schon stehen sehen, denn ich habe breite Reifen organisiert. Schön mit roten Felgen für links und rechts, dass das auch richtig gut zum Schlepper passt. Also im Grunde genommen sind die gar nicht viel größer als der da. Das hier ist ein 655 auf einer 26,5 Zoll. Das ist der andere Reifen auch. Den baue ich jetzt einfach auf die andere Seite drauf. Den zweiten Reifen, der steht noch hinten in der Halle, den hole ich auch gleich her. Den baue ich dann halt hier drauf. Die haben nicht mehr ganz so schönes Profil, aber das ist ja erstmal egal. Mit den roten Felgen und so sieht es dann halt einfach irgendwie cooler aus und ist einheitlich. Und war halt ein Schnapper auf eBay, ne? Ich hole mal meinen Reifenmontagewagen her. Dann nehmen wir unten einen Wagenheber und so. Dann nehmen wir das Ding da ab und bauen das Ding da drauf. Also hoffen wir, dass das passt. Ich hoffe, dass das hier mit den Abständen hinhaut. Aber das sollte eigentlich, weil hier die Felge ist genauso groß. Wir haben hier halt weniger Gummi, aber genau, und so viel sollte das, zu viel sollte das ja auch nicht sein. Hat bei anderen ja auch gepasst, ne? Also, ich habe hier schon mit dem Kreuz schon mal eine angelöst und jetzt so die, also ich muss ehrlich sagen, die Festigkeit der Muttern lässt irgendwie sehr zu wünschen übrig. Wo bin ich denn da jetzt drauf? So, jetzt. So. Wo hängt der denn? Warte mal, ist der zu hoch oder zu tief? Ich weiß es nicht. Kann man in die Felge? Der ist zu hoch. So, jetzt. Das ist ein Körper mit dem Gewicht, ne? Ja. So ein schönes Rad. Da. Na toll, dafür ist das Radkreuz jetzt. Wobei. So. Ich habe die Räder jetzt getauscht. Lya meinte jetzt, das Rad sieht doch kleiner aus als das. Aber ja, ein bisschen schräg steht er auch hin. Aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass das Profil bei dem so abgenutzt ist. Wenn du da auch so ein zorniges Profil wie da drauf hättest, würde das auch ganz anders aussehen. Also, weil das ist exakt die gleiche Reifengröße, die gleiche Felgengröße. Der kann eigentlich nicht kleiner sein. Das liegt einfach nur daran, dass das Profil ein bisschen abgenutzt ist. Aber jetzt so mit den roten Felgen, sieht schon ganz stimmig zum Schlepper aus. Mal gucken, wie spät das ist. Habe ich mein Handy dann schon wieder gelassen. Ach, da ist. Ich kriege hier eine Stunde Besuch, das schaffe ich glaube ich nicht ganz. Das wird ein bisschen zu stressig mit Duschen und allem. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Keine Ahnung, wenn ich Bock habe, tausche ich das morgen einfach das andere Rad noch. Und dann will ich es Dienstag versuchen. Heute ist Samstag, der 2. März, für den es interessiert. Und Dienstag will ich dann in See stechen. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgt haben, wissen, ich habe da in den letzten zwei Tagen ein bisschen Wasser auf dem Acker weggepumpt. Und ja, wir haben jetzt, hatten heute richtig Sonne, morgen ganz Tag Sonne, Montag einen ganzen Tag Sonne. Und ich denke, das trocknet dann gut ab und dann kann ich da halbwegs fahren und dann stechen wir dann wieder in See. Moin Leute, so, es ist der besagte Dienstag, an dem ich in See stechen wollte. Wir haben jetzt nur ein Problem, das Wetter hat umgeschlagen und wir haben jetzt so einen ekelhaften Sprühregen. Das macht aber erstmal nichts, weil es sind heute eben nur 2 mm oder so angesagt und wir probieren es halt einfach und gucken, wie weit wir kommen. Ich habe den Roder am 411er dran.
Ich weiß jetzt, dass die Frage kommt, warum nimmst du nicht den 724? Ja, weil der 724 hat deutlich mehr Leistung. Mit deutlich mehr Leistung macht man natürlich auch deutlich mehr kaputt. Dieser Roder ist für 70 PS ausgelegt. Laut Betriebsanleitung, der Schlepper hier hat 240. Also das ist knapp das dreieinhalbfache an Leistung. Und ich kenne einen, der hat hier einen 655R vor so einem Roder. Mit dem haben die gestern noch gerodet und dieser Roder hat jetzt halt einfach, der ist halt einfach ständig Schrott. Weil ich weiß nicht, der 655R, wenn der den Zapfwelle anhat, dann ist er ja irgendwie nur dieser Boost aktiv und dann hat er irgendwie knapp 300 PS. So, wenn 300 PS an so einem zarten Gerät rödeln, dann geht halt was kaputt. Also der hat regelmäßig irgendwelche Hydraulikleitungen unten drunter weggerissen, der hat regelmäßig irgendwelche Wellen gebrochen und er hat auch regelmäßig gerade gestern ist eben die Siebsterne, die werden ja auch mit so einem Ölmotor hier angetrieben. Als er da gestern irgendwo durchs Nasse durchgefahren ist, also das ist noch viel nasser als bei uns gewesen, muss man dazu sagen, haben die Siebsterne aufgesetzt, der eine schräge da hinten, hat sich krumm gebogen, da hinten am Rahmen verkeilt und der Antrieb oben ist auseinandergeplatzt. Ne? Also solche Sachen passieren halt, wenn man da beispielsweise einen 724 dranhängt. Deswegen fahre ich halt einfach mit dem 411er, der hat 115 PS, das ist auch, ja, deutlich mehr als eigentlich, aber nicht so viel. Also man macht nicht ganz so schnell was kaputt. So, ich habe das kleine Gewicht vorne dran. Seil habe ich auch sicherheitshalber vorne dran. Ich hoffe nicht, dass ich es heute brauche, weil ich habe auf dem Acker festgestellt, oben, wir haben das Wasser da ja runtergepumpt. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, haben das gesehen. Und da ist jetzt oben drauf noch irgendwie so eine Schicht, die schmiert und darunter ist der Boden tragfähig. Deswegen, ja, wollte ich es heute ganz gerne mal versuchen. Ne? Es ist leider diesen blöden Sprühregen, der mich ein bisschen nervt, aber an sich macht das eigentlich nichts, weil das macht jetzt nicht unbedingt viel aus. Gut, ich fahre jetzt hin, baue den Roder auf und dann sehen wir uns da auf der Fläche wieder. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Rübenacker. Ich habe schon mal alleine ein bisschen angefangen. Ich hatte eben auch technische Probleme mit dem Roder, weil ich den Kratzboden nicht ausbekommen habe. Wir haben erst gedacht, das liegt irgendwie an dem Ventil, das nicht öffnet. Dann habe ich aber einen Schlauch da angebaut und das so gebaut, dass ich es halt hier mit dem Steuergerät vom Schlepper aus steuern kann. Funktioniert jetzt immer noch nicht so hundertprozentig, aber schon besser. Das heißt, es liegt schon mal nicht an dem Kratzboden-Ding, weil der dreht sich jetzt gerade wieder. Das heißt, einmal Zapfwelle ausmachen. Jetzt muss ich, na komm, neutral so. Ich muss kurz den Zylinder da zurückdrücken. So, also einmal zur Erklärung, da hinten am Roder ist ein Zylinder und der spannt einen Riemen und der Riemen geht auf einen Durchtrieb bis nach hier vorne oder da ist irgendwie ein Hydraulikmotor, irgendwie sowas, ich glaube die Bremse ist auch fest, der den Riemen spannt und durch die Spannung des Riemens wird der Kratzboden angetrieben und der Zylinder löst sich nicht richtig und deswegen dreht sich der Kratzboden die ganze Zeit mit und dann muss ich nach dem Abladen immer absteigen und das händisch einmal lösen. Jetzt muss ich kurz, weil die Bremse fest sitzt. Die Bremse war ein bisschen, habe ich jetzt gerade ein bisschen losgekloppt, weil wenn es bremst, ist schlecht. Auf jeden Fall funktioniert das Ganze eigentlich recht gut hier. Klar, in den Wassersenken schmiert es. Und da geht der Roller auch ein bisschen ab und Schlepper auch, aber das ist halt oben drauf nur so eine Schmierschicht und darunter kann man fahren. Das ist ganz schön, wie ich finde. Jetzt kriegen wir die Rüben nämlich raus. Die Rüben gehen jetzt natürlich nicht mehr zur Fabrik, weil der Laden zu hat, sondern wir fahren hier auf die Biogasanlage bei uns und dann machen wir aus den Rüben halt ein bisschen Energie. Bisschen Strom verwerten wir die da, weil dann brauchen wir sie nicht ummachen, die haben einen Nutzen und ja, Zucker können wir da eh nicht mehr draus machen, Fabrik hat zu. Die werden ein bisschen doll geköpft. Ich glaube, ich muss meine Köpfer nachher noch mal ein bisschen höher ziehen. Aber ansonsten funktioniert das hier eigentlich ganz gut. Ist jetzt zwar ein bisschen nass. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund ein bisschen seht. Ich positioniere die Kamera nachher auf jeden Fall nochmal anders.
Und ja, aber ich kann hier ganz gut durchfahren. Das Drehen am Vorgewende ist immer ein bisschen anstrengend, weil ich das auch noch nicht ganz rausgerodet habe. Aber ich will jetzt erst diese langen Bahnen hier machen, damit die weg sind. Und dann muss ich da so ein Stück vom Vorgewende noch. Und ja, dann kriegen wir die Rüben, denke ich. Ja, heute vielleicht nicht, aber morgen noch und dann sind sie raus. Und das ist doch gut, wie ich finde. Ja, der Ruder funktioniert super gut. Bis auf jetzt das Ding mit dem Kratzboden, aber das haben wir ja wieder im Griff. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, woran es liegt. Jetzt kriege ich den Kratzboden noch aus. Und ja, ich habe hinten das Scheibensech wieder dran. Habe ich wieder dran geschraubt, damit wir hier ein bisschen Führung haben. Ganz so viel bringt das aber leider doch nicht. So, jetzt hochheben. Und beim Hochheben dauert es halt auch einfach mega lange, weil der erst das Scheibensech hochziehen muss und dann zieht er erst vorne das Ding hoch. Weil das Ding hat halt einfach nicht so die Hydraulikleistung, ne? Aber ich will mich nicht beklagen. Besser, als wenn die Rüben drin sitzen bleiben. So. So, wenn ich die Rüben hier gleich raus haben will, das sind da jetzt noch, boah, ich weiß gar nicht, 8 Reihen oder so, das heißt viermal zurückschieben und da muss ich noch eins, zweimal vorher, damit ich da die Rüben weg machen kann. Ja, ihr seht, das ist halt, sind halt nicht so die optimalen Bedingungen hier, ne? Krieg den Ruder da jetzt auch nicht um die Ecke gedrückt, aber das Ganze ist vorbei, wenn ich hier das Vorgewende raus habe. Dann kann ich, muss ich nämlich nur noch hier die langen Bahnen ziehen und dann habe ich es weg. Ach nee, runterlassen wollte ich den gar nicht. Ah. Meine Fresse, ey. Jetzt kriegt er das Scheibensech da hinten nicht hoch. Gleich mal eine andere Strategie finden, wie ich das hier lösen kann. Weil das ist ja nur scheiße hier. Der sackt da auf einer Seite wieder weg. Mal kurz die Deichsel irgendwie hier rüberziehen, dass man da auf der Seite mal ein bisschen mehr Macht hat. So. Kommen wir vorwärts oder auch nicht. Zapfwellengeraffel mal hier mal geradeaus. So. Ich muss ja halt auf engstem Raum drehen und dann fährst du halt die Fläche besonders doll in den Arsch und das ist halt ein Problem, ne? Also der breite Reifen hinten, der bringt auf jeden Fall richtig was.
Und was ich als Gewicht da rausgenommen habe auch, das kneift nicht mehr so ein, das hält besser über. Der Reifen ist ein bisschen höher und dreht sich besser. Also das war eine gute Entscheidung. So, wir fahren jetzt so 3,5-4 km/h Radgeschwindigkeit. Wir werden natürlich ein bisschen gebremst durch die ganzen Motten hier, aber also wir sind irgendwie so mit 1,5-2 wahrscheinlich unterwegs. Reicht aber meiner Meinung nach auch. Viel schneller müssen wir gar nicht fahren. Weil sonst ist ja auch die Gefahr groß, dass sich der Ruder da irgendwie zukaut und verstopft. Und das will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Wird auch warm hier, ey. Mal Heizung mache ich mal aus. Puh, ey. Jacke ziehe ich auch gleich aus. Das ist ja sonst ganz unangenehm. Gut, so, das machen wir schon mal hoch. So. Jetzt holen wir die Deichsel hier auf diese Seite rüber. Damit ich das schön an den Wagen rankomme und dann bunkern wir da gleich erstmal ab. Abgebunkert. Ich mache jetzt mal kurz die kurzen Strecken zu Ende und dann melde ich mich, wenn ich in der langen Bahn bin. Hallo Leute, wir sind jetzt in den langen Reihen. Bin jetzt durch die Fahrgasse, ging es jetzt ganz gut. Das eine Rad lief jetzt abseits von der Fahrgasse. Das ist jetzt auch nicht gar nicht zu doll weggekniffen. Ich versuche mir jetzt auch mal eine AB-Linie anzulegen. Vielleicht kann ich mal mit RTK fahren, das wäre ja ganz geil. Das probieren wir auf jeden Fall jetzt mal aus. Auch ein bisschen mehr Gas geben. So, und jetzt fahren wir zwar hier wieder durch die Fahrgasse bis zur anderen Seite. Mal gespannt, wie das klappt. Aber sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich mach bei der nächsten Runde mache ich die Kamera gleich hinten dran, dass sie hinten rausgucken können. Und dann schauen wir mal, ob wir die Rüben hier heute rauskriegen. Das wäre ja ein Hit, wenn das klappen würde. Wir haben es jetzt, wobei wir haben es schon 15 Uhr, heute vielleicht nicht ganz, aber morgen dann den Rest. Und dann schaffen wir das ja auf jeden Fall. Morgen früh eben fix hierbei, dass man die rauskriegt. Und dann wollte ich morgen noch ein bisschen, muss ich mal mit Papa sprechen, wo er dann schon Pflanzenschutz noch vor dem Gülle fahren, weil wir wollen jetzt Ende der Woche, heute ist Dienstag, wir wollen Ende der Woche dann Gülle fahren. Ein paar Tage braucht so ein Herbizid ja immer. Oder ob wir es danach machen. Weil du hast ja halt das Problem, wenn du dann halt durch die Gülle fährst, dann nimmst du so diesen Herbizidfilm, den du in der Fahrgasse hast, den nimmst du dann ja weg und dann wächst in der Fahrgasse wieder das Unkraut durch. Deswegen bin ich eigentlich dafür, dass wir erst Gülle fahren, dann noch ein paar Tage warten. Also jetzt zeitig Gülle fahren, dann irgendwie 3-4 Tage warten, dass es so ein bisschen wegzieht. Und dann
dann mit Pflanzenschutz rüber. So, das sieht bis jetzt ganz gut aus. B-Punkt. So, und jetzt... Nächste Runde fahre ich dann, oder gleich hier runter fahre ich dann mit RTK oder ich mache es mir jetzt schon mal an. So. Ja, perfekt. Funktioniert, jetzt bleibe ich hier schön in der Fahrgasse. Herrlich. So ein RTK ist was Feines. Naja, ich bin jetzt, fahre jetzt dann durch die Fahrgasse. Nächste Bahn geht es abseits von der Fahrgasse, da bin ich mal gespannt, wie es da läuft. Und ja, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Aber ich habe bis jetzt ein ganz gutes Gefühl, weil der Rode auf der anderen Seite jetzt gar nicht zu doll eingekniffen ist. Naja, mal sehen. So, Freunde, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt geht's abseits der Fahrgasse. Warum dreht sich der Kratzboden denn jetzt? Da soll er doch gar nicht. Ah, hört auf. Na, ein Glück. So. Genau. Ups. Aber jetzt. So, ich fahre mal noch ein bisschen langsamer, sonst bin ich wirklich zu schnell. So, also hier fühle ich mich noch wohl. Da hinten steht gleich da das Wasser, da wird es kritisch. Bin ich mal gespannt, wie es da aussieht, aber ihr werdet es ja auch sehen. Also ganz wild auf jeden Fall. Hier ist jetzt irgendwie das Quervorgewende. Die Rüben, die hole ich gleich zum Schluss raus. Wenn ich hier die langen Bahnen raus habe, dann kriege ich die, denke ich, besser. Das bringt den, das mit dem Taster natürlich ein bisschen durcheinander. Aber wir können ja händisch nachjustieren. So. Jetzt geht es in die langen Reihen hier rein. Natürlich kritisch, wir fangen an zu kratzen, aber die Räder vom Roder drehen sich, er sackt jetzt nicht zu stark weg, alles, das ist alles gut, das ist das, was wir wollen. Ah, wild, ey. Das ist echt zu wild, viel zu wild. Schön sinnig fahren, nicht so hektisch werden, dann kommt man hier auch durch. Das ist das Geheimnis. Oh oh. Kriegt er das rote Aggregat nicht hoch. Warum kriegt er das rote Aggregat nicht hoch? Naja, wir kommen ja weiter. Aber das wird hier gleich zum Problem und ich will nicht stehen bleiben. Ich rette mich jetzt, fahre jetzt die Fahrgasse hier hoch. Dann kommen wir nämlich weiter.
Ebene. Das ist gerade das Einzige, was mir hier irgendwie hilft. Nein, ich muss hier raus. Nützt nichts. Da mache ich mich nur unglücklich mit. Oh, jetzt wird es wieder trocken, jetzt könnte ich es wieder versuchen. Ich glaube, wenn ich die rettende Fahrgasse dann nicht gehabt habe, dann wäre es das gewesen. Ich muss mal überlegen, was wir hier jetzt machen. Ob ich aufhöre und dann lieber noch eine Woche warte, weil das ist mir ein bisschen zu heiß. Da kann ich lieber noch eine Woche warten auf besseres Wetter. Vor allem, ich kriege das Ruderaggregat jetzt auch nicht mehr hochgehoben. Was irgendwie ganz schön scheiße ist. Na komm, hier hoch. Na komm, hier hoch. Komm, hier hoch. Ja, Freunde, ich denke, wir lassen das hier an der Stelle sein, weil das ist ein bisschen zu nass. Also ich habe echt gedacht, das geht besser. Da hinten ging es auch, da im Keil. Aber ich glaube, auf die langen Bahn weiß ich nicht, ob ich mich das traue. Vor allem, wer soll mich da hinten in dem Teich rausziehen? Das wird nämlich das nächste Problem sein. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Ich weiß nämlich nicht, wer mich da rausziehen soll. Wenn ich da hinten drin sitze, dann bin ich weg. Das ist einfach das Ding. Deswegen, ich glaube, wir lassen das heute sein. Ja, Leute, ich höre auf, weil da hinten, das ging. Da war das oben halt einfach nur so ein bisschen schmierig und unten runter konntest du fahren. Aber hier kneifst du volle Pulle weg. So sieht das ganze Gespann jetzt aus. So. Schon schier, so der 411 mit Roda, finde ich schon ganz geil. Nein, hat keinen Wert. Ich zeige auf jeden Fall auf euch gerade die Spur, wo ich da durchgebaggert bin. Das ist halt einfach, da wo das Wasser steht, das geht halt einfach nicht. Wir müssen einfach gucken, ob ich es irgendwie wegkriege, noch eine Woche warten und hier noch ein bisschen abpumpen und so. Haben wir jetzt hier wieder ein paar Bahngleise, wo sich das Wasser sammelt. Wir haben vorne jetzt gerade nochmal einen Versuch gestartet, um die Röben rauszuroden, die ich kriege. Aber ja, ihr seht, der kneift da halt weg. Und wenn ich da rückwärts raus will, das ist halt einfach ein Kampf ums Leben, weil da den Rübenruder rückwärts rausdrücken, das ist halt einfach ein bisschen schwierig, gerade wenn da ein paar Rüben drin sind. Naja, ich packe jetzt zusammen, klappe den Ruder ein. Ich habe da hinten auf der anderen Seite auf dem Vorgewende habe ich noch das Fallsegel liegen, aber ich bin ja nicht weit weg von zu Hause. Das sammle ich gleich mit dem Auto ein, damit ich da die Straße nicht dreckig mache. Und ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen.
und dann halt mal gucken, was im nächsten Video passiert. Ich denke, im nächsten Video geht es entweder um Pflanzenschutz oder um Kackeballern. Eins von beiden. Also, wer das nicht verpassen will, abonnieren und nächstes Mal wieder einschalten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.